Willkommen zurück zu Kingdom Hearts Dream Drop Distance. Yay! Irgendwie finde ich das immer komisch zu sehen, dass Sora der niedrigstlevelige Partycharakter ist, wo ja. Seine anderen Viecher nur irgendwelche Monster sind. Ja. Die auch nicht unbedingt Stärke verhältnismäßig den Eindruck machen, als wären sie im Level über uns. Und tschüss, Schnecke. Ich meine, du hast Ballonra, also. Das ist ein unfairer Vergleich. Okay, auf geht's ins nächste Gebiet. Oh, ja. Speicherpunkt mit Mogri, okay. Hätte ich das gewusst. Tja. Okay, bitte in hier. Nichts Neues. Nix. Kann vergessen. Also in diesem Raum sind 1, 2, 3, 4, 5 Schatzungen. Oh, okay. Müsste eine direkt da vorne. War schon eine? Whee! Whee! Das macht Spaß. Ja, hinter diesem Wirbel ist eine, wie man sieht. Nope. Du bist in den Wirbel rein. Ich wusste nicht, dass das eine Screen Transition ist. Kann ich wieder zurück? Nicht durch diesen Wirbel. Du musst einen anderen Wirbel finden, der tatsächlich zum anderen wieder zurückgeht. Die Wirbel sind aber als diese weißen Punkte auf der Karte eingezeichnet. Ah ja, okay. Okay, dann hast du jetzt die. Dann ist hinter dem engen Gang, der nach Osten führt, müsste direkt gegenüber an der Wand eine sein. Hinter dem engen Gang, der nach Osten führt. Okay, gucken wir mal. Erstmal Ballonra spammen. Ballonra. 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 Ey, die haben einen Ballonra gecancelt. Drecksäcke. Ja, komm schon mal vor. Bom, 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 bom. Selten, aber es kommt vor. So, enger Gang nach Osten, also hier lang. Ja. Da müsste jetzt da vorne oben Vase. Da hat man sie schon mal gesehen. Und Flow Motion und will mal wieder hoch. Da unten die? Nein, ist das die Kiste, rechts, oder? Rechts, rechts, links, links, links. Du hast dich komplett einmal umgedreht. Ja, ich mod das nicht absichtlich. Geh einfach hier links auf die Plattform drauf und da unten siehst du sie. Ach da. Sieh dir mein Lieblingsfreund der Wochen. Sora! Goddammit! What are you doing? Ja, du hast ein Gegner gespawnt. Kling, ein Königshuchen. Königshuchen, juhu, ja. Hat sich ja gelohnt. Und dann sind zwei in dem großen Raum südlich von hier. Okay. Ja, und eine halt am Start. Gerade ein paar Gegner, die sehr ungünstig platziert sind. Ja. So, zwei so, hier. Genau, sind zwei in dem Raum. Eine in der nordöstlichen Ecke und eine südlich. Eine in der nordöstlichen Ecke. Hier ungefähr irgendwo so. Ja, hier irgendwo. Dann müsst ihr offen. Dann noch ein paar Ballons pflanzen. Ballonra. Sterben. Ballonra. Okay. Liebliche Einbildung. Hallo. Bring mich zum Licht. Ich glaube, der hat wirklich von mich zum Licht zu bringen. Da ist er. Ja, und dann einer südlich. Und dann musst du gucken, dass du irgendwie wieder zum Start zurückkommst. Ja, gucken wir mal. Lass mal, ist da unten noch ein Portal. Kann man hier feines. Bis egal, geht erst 20 Sekunden. Okay, Moment, wo sind meine Ballonras? Da. Schauen wir mal. Flüh ins Ballonra! Take this! Take this! Take this! Ballonra! Großer Erfolg! Yay! Wenn kein Gegner vor mir wegrennt, der in meine Ballons rein möchte, dann ist halt viel einfacher. Ja? Ziel! Doch heute noch. Na. Und Blockschoko 2. Blockschoko 2 und edle Laune. Na. So. Da vorne ist er. Total unauffällig. Sehr, sehr schwer zu finden. Jetzt waren alle hier im Raum? Ja, bis halt die am Start. Ein Tatsu-Pferd. Okay. Ja. Bring mich hoch. So, jetzt ist die Frage, wo ist die Screen Transition, die mich zurückbringt? Tja, das ist eine gute Frage. Versuch's mal, wenn du auf die Karte guckst, wo irgendwo tatsächlich ein weißer Punkt auf der Karte. Nicht da rein. Nicht da rein, da geht's in den nächsten Raum. Weiter nördlich. Wieder durch die Enge zurück. Da war dieser eine weiße Punkt da oben in der Mitte. Siehst du zwischen den ganzen Steinen?
Ist, glaube ich, auch so ein Wirbel. Versuch mal da. Also, wenn ich jetzt hier zum Boss rein, oder falls er jetzt hier langsam kommt, dann gehen wir nachher nochmal in die Welt. Okay, so kannst du es von mir machen. Viel simpler. Hallo. Oh, hi. Wir rennen die unter Wasser. Genauso wie du auch die ganze Zeit unter Wasser gerannt bist. Ich hab ein Schlüsselschwert und Magie und so, das ist okay. Der ist eine magische, zum Leben erweckte Puppe. Ja, und was hat Jiminy für eine Ausrede? Jiminy ist eine sprechende Grille. Und? Der einen Hut und einen Frack trägt. Und was ist seine Ausrede? Hinterfrage vielmehr die Physik dieses Schwimmstils. Das ist der Sonic-Schwimmstil. Nom. Riku, übernehmen Sie. Ja. Die beste Frage ist, wie Sora unter Wasser schreit. Okay. Waka 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 waka. Plötzlich haben wir einen Traum-Eater hier. Blazers! Monstrus unter Angriff. Und so wurde Monstro zu einem Weltraumwal. Scheinbar. Rup. Sein Volk braucht ihn. Antigraf. Schrump. Ja, das ist der Lord Jabu Jabu. What the heck? I'll have to claw my way past, then rescue my friends. Sure. Dann. Auf geht's. Ich krieg mal den Dream Eater. Besiege den Frostschrummer! Schrummer? Was ist Schrummer denn für ein Name? Frostschrummer kennt das mit Ballons. Scherenhummer? Ja, okay. Schätzen wir mal die Logik hinter Schrummer. Ja. Das ist einer der Bosse, wo Ballongraben nützlichsten ist, weil Ballons einfach zu ihm hochfliegen sind, wenn er in der Luft ist. Eigentlich unangreifbar, in Anführungszeichen. Zumindest für die normalen starken Attacken eigentlich. So. Ja. Es ist niedlich, dass du denkst, du seist unangreifbar, wenn du da oben rumfliegst. Ballonra! Die Dinger einfach auch oben abheben, das ist schön. Ballonra! Tschüss! Hat der Typ auch Angriffsmuster oder so? Der macht irgendwie nichts. Er soll eigentlich ganz toll unangreifbar da oben in der Luft rumfliegen. Ja, merke ich. Oh nein, Schaden, Schaden. Was soll ich nur tun? Wir müssen Ballonra einsetzen. Bumm! Die lebt ja noch. Muss ich den Finisher drauf machen, oder ist er unangreifbar? Unsterblich, wenn er da oben fliegt. Schauen wir mal rein in der Sequenz oder sowas. Zerstöre das Eis, in dem Monstro gefangen ist. Ja, das glaube ich komplett auf der anderen Seite einmal. Halt an seinem Gesicht. Kannst du, glaube ich, auf der linken Seite an den Wänden machen. Ich bin mir nicht sicher. Ja, kannst du. Okay. Dann kann ich da nicht ein Monstrum machen. Hier, schätze ich. Ja. Jetzt muss er mal hängen. Realitätswandel? Ja. Flo. Sein Volk braucht ihn. Na, jetzt zur letzten Phase dieses Bosses. Spielen wir Yoshi's Story oder was? Nutze Monster, um den Frostschrummer einzuholen! Was? Muss seinen Angriffen ausweichen. Das ist merkwürdig. Ja. Ja, ist es. Was ist das denn? Spielen wir doch gegen den Mars? Boo, boo. Ja. Ja. Bitte nicht so viele Projektile, da krieg ich Angst. Man fühlt richtig den Hype, ne? Oh. Vor allem bin ich mir nicht sicher, ob man das verlieren kann, weil du nimmst keinen Schaden, wenn er dich trifft. Also, Deckkapazität erhöht. Neue Toho-Spiel. Jesus. Ja, man fühlt wirklich den Hype. Der Typ hat irgendwie sechsmal angegriffen.
Und ich habe das Gefühl, einmal hatte mich sogar getroffen, das hat nichts gemacht. Das hatte ich minimal zurückgestoßen. Das macht ja keinen Schaden, da bin ich mir sicher, ob man das verlieren kann. Und dann ist Sora gestorben. Ja. Hast du davon, dass du versuchst, Killerwale zu rennen? Ne. Das war lustig. Jetzt bin ich gestrandet. Na, so viel dazu. Würde mich eine Meerjungfrau finden. Und dann lief für mich trallern. Oder ein Pirat. I get it now. Mit Zombie-Armee. After this, Pinocchio and Jiminy's world gets dragged into darkness. And they end up cast into the sea between worlds, along with Monstro. And then, they end up in Traverse Town and the belly of the whale. That's when we meet for real. It's like Master Yen Sid said. I'm in the dream Pinocchio's world is dreaming. Will never be right again until it wakes from sleep. Macht total Sinn, Sora. Ich folge dir auf der Fuße. Ja. Außerdem hängt er einfach mal ein Schlüsselloch in der Luft. Weißt du noch, als ich an sinnvoll platzierten Orten war, ging mal als Einzelne. So, und hier ist dein Schlüsselloch. Oh, gut, dass ich genau an diesen Strand genießt wurde und nicht an einen anderen. Huh. Weird. Plot Convenience. Problem gelöst. Riesenrad. Ein Schlüsselschwert, das weniger Realitätswandel auslöst, aber hohe Angriffs- und Magiewerte besitzt. Wie weniger Realitätswandel auslöst, was soll das bedeuten? Du kriegst ja Realitätswandel, wenn du Gegner auf niedrige HP runterbringst. Das passiert bei dem Ding einfach seltener. Das. Okay. Ist das Gimmick dahinter. Dafür hast du hohe Angriffs- und Magiewerte. Klingt eigentlich nützlich. Ja. Ich meine, das Ding hat sogar gute Werte. Müsste halt jetzt mal ins Menü gucken. Flinke Flitzer, bunter Cup, freigeschaltet. Wow. So. Wahnsinn. Ja, dir fehlt noch eine Schatzroll. Ach ja, richtig. Ich meine ja nur. Puppenfahrt. Meerestiefen. Meerestiefen. Das müsste mich ja sogar direkt hier an der Schatztruhe aussetzen. Ja. So, jetzt versuche ich nicht wieder über das Ding hinwegzuspringen. Kling. Zügellose Laune haben wir verpasst. Ja. Dann kannst du mal eben im Menü nach deinem Schlüsselschwert schauen, bevor du es vergisst. Ja. Items. Ach ja, das sind andere Items. Schlüsselschwerter. Riesenrad. Statt 7-10. Also ich würde 7-10 behalten. Nee, wollte gerade sagen, ist ja, ja von wegen hohe Werte. Und dann kannst du dein Kommandodeck noch verbessern, weil du ja Kommandodeck-Kapazität erhöht bekommen hast. Ah ja, richtig, habe ich. Aber wir haben nicht so richtig tolles. Ich kann wieder Antigraffra reinnehmen. Ich glaube, du hast noch einen Ballon, oder? Konditionsmagnet. Haben wir nicht noch einen zweiten Ballon? Ja, wir haben noch einen Ballon. Einen normalen Ballon. Na gut. Ja. Ballonra, also. Ballon. Ja. Ballon. Okay, Weltkarte. Ja, ins Zielmenü wollen wir nicht. Gucken wir mal ganz kurz nach dem aktuellen Sturzwetter. Ja, schon mal Dreieck. Wie kann ich das? Dreieck. Ist aktuell normales Wetter und gleich für mich schwierigeres Wetter. Das freut mich. Da kann ich gleich einkaufen gehen. Einkaufen, wenn du dran bist. Ja. Da ist normales Wetter und Geldhof, wenn ich dran bin. Und hier ist... Normale Magiehoch, wenn ich dran bin. Ja, so musst du gleich einkaufen gehen in La Cita des Noches. Ja. Ja, da ich nichts machen kann, hier ist das Ende der drei Welten und hier geht's mal wieder zurück nach Traverse, habe ich keine andere Wahl, als entweder sinnlos durch die Gegend zu rennen oder meinen Sturz einzuleiten. Diesmal sogar absichtlich. Ja. Viel Spaß. Yay! 211 SP. Schau mal, was ich damit mache. Sinistra-Hieb. Springe über Gegner und sauce dreimal auf sie hinab, wenn man weiß, was das Schaffel zu verursachen. Nuriku! Ich meine, ich nehm's mit, weil ich's nehmen kann. Linkbeschleuniger. Sturzdämpfer. Ich nehme auf jeden Fall Magievorteil Stufe 2 mit. Und klingt dann. Sinnvoll. Nehmen wir einfach die zwei noch mit und dann passt das schon. Kriegen wir noch 40 Taler dabei rum. Yay! Unglaubliche 40 Taler. Ja. So, das letzte Mal war ich hier, mitten im Kampf. Genau. Wieder zurück, mitten im Monstro. Hier gab es immer noch irgendwo Schatztruhen in diesem Raum. Ich habe bis jetzt Müll gesammelt. Wir haben bis jetzt noch keine, ja. Von den dreien, die wir hier finden können. Take this!
okay. Ich hatte zwar den linken Analogstick nicht berührt, wollte eigentlich nur blocken, hab stattdessen in den reingerollt. Also, war's schon. Einwandfrei funktioniert. Dann schauen wir mal, ob wir so an irgendeine davon rankommen. Wir haben hier schon mal eine. Da haben wir schon mal die am linken Rand. Da oben ist auch eine. Und ich meine, für die andere muss ich den Raum einmal so drehen, weil man sie auch kann. Ja, würde Sinn machen. Ja. Machen wir wieder Donnerwetter rein. Nur um zu linken. Also ein Donnerwetter. Oh, machen wir gleich einen Wellenreiter rein. Da ich ja gerade Link-Bonus anhab, dadurch durch die Links schneller hochgehen, kann ich es auch ausnutzen. Dass ich gleich direkt wieder linken kann. Oder sehr schnell wieder linken kann. Schön von da steht die Kiste direkt neben. Ja. Da ist nur noch eine in der Mitte des Raumes und die ist an der Decke. Ja. Bläh. Die müsste jetzt hier in der Mitte des Raumes in dem großen Loch hier drin sein. Glaube ich. Ja, da ist sie. Da ist sie. Steht da so sinnvoll. Gib mir bitte. Danke. Ja, soweit so gut. Dann sind erst nach der nächsten extremen Verengung wieder die nächsten Kisten. Okay, ich hab beruhigt. Ich glaube, da sind zwei Kisten. Ein bisschen schwer zu lesen, weil da irgendwie so ein fetter roter Fleck ist. Da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, was er bedeutet. Ich glaube, das sind Speicherpunkte. Das kann gut sein. Komme ich hier gerade durch? Nein, dann muss ich einmal hier drehen. Monstro, einmal kotzen bitte. Ja, einmal heilen, weil ich gerade Schaden hatte. Bluff. Weil freut sich wie immer. Oh, danke. Nope. Ich weiß nicht, warum das manchmal einfach nicht funktioniert. Versuch's den Knopf zu spammen. Dann machen wir aber nicht mit. Ah ja, sehr schön. So, hier. So. Das ist schön hier. Ne, hier kann ich aktuell nur geradeaus. Nur schon mal keine Gegner da. So, einmal hier links am Rand müsste eine Kiste sein. Ja, hier ist eine. Klingt. Und dann an der nördlichsten Grenze des Raumes müsste auch nochmal eine Kiste sein. Gibt's hier keine Gegner? Scheinbar nicht, aber einen Speicherpunkt. Und die entsprechende Kiste. Lecker! Ich beschwere mich nicht. Ja. Und das ich war's. Ich habe keine Kapazität hochgekriegt, aber ich könnte mal Sportsfreund anmachen. Und ich könnte mal Wegblocken anmachen. Und das war's. Oh, die beiden kann man ja eigentlich mal reinpacken, ne? Was ist denn mit dem Sinistra-Ding, das du gekriegt hast, oder ist das ein Kommando? Das ist Kommando. Ach so. Ja, dann. Deshalb. Ich habe gesagt, ich nehme es mit, weil es halt gerade da ist, aber. Ich habe jetzt nicht vor, es aktiv zu benutzen. Ja. Du bist ziemlich durch, also. Ja, ich warte nur darauf, dass meine Ballons raus wieder da sind. Ach so. Bevor ich in den nächsten Raum reingehe. So. Na dann, Riku, viel Spaß. Ja, wenn schon so ein Speicherpunkt direkt vor der Tür steht. Ne, ist schon recht auffällig. Ja. Da ist er wieder. Pew. Mr. Boss. Na, schön durchgerutscht, Riku. Ist aber leicht verändert, seitdem ich gegen ihn gekämpft habe. Ja, er ist deutlich orangener. Und jetzt läuft er plötzlich. Wir sind auf einem Portal drin, auch gut. Besiege den Senkschrummer! Siehst du das nämlich auch? Du hattest den Frostschrummer, ich hab den Senkschrummer. Ja. Okay. Siehst du nicht den riesen Unterschied zwischen den beiden? Ja, ja. Der elementare Unterschied ist unglaublich. Vor allem verschwindet dieses blöde Portal scheinbar nicht. Kannst du da dran gehen? Ja, mach doch mal leider mitten im Kampf. Die haben sofort vollen Link. Ja. Oh, ja, aber nicht. Autsch. Heilig. Ja. Ich hab jetzt Zeit. Ich meine, der stirbt durch Ballon dann einfach so, natürlich. Locker schnell. Du kannst auch einen Doppellink machen, um den Boss mit einem Doppellink anzugreifen. Wobei Ballon dazu geht, was deutlich effektiver ist. Ja. Lieber Senkschrummer. Das ist sinnvoller Angriffsmuster, sieht nämlich nicht danach aus. Klüngenaura! Und als erstes geht direkt mal in die Luft. Ja. So, Klingenaura! Außerdem, Moment, Ballonra. Wenn du ihn anzugreifen, könnte schwierig werden, jetzt wo er da die ganze an der Decke hängt. Vielleicht kannst du Klingenaura wieder ausmachen.
Gut, dass Klingenaurer benutzt ist. Ja. HP Höchstwert erhöht. Oh, ist das doof, ey. Wie gesagt, also die Kommandostile für Riku sind sinnvoll. Toll sind die. Ganz toll. Puh. Ganz klasse. Ja. I thought I was only sent into the past on the Destiny Islands. So why does it seem like time was rewound in this world too? Weil warum nicht? It's like Master Yen Sid said, the world was freed from darkness, but is yet to wake from it. Die Welt träumt. In a never-ending dream. Ja, dafür schließt er jetzt das Schlüsselloch auf. Perfekt. Damit Geppetto, Pinocchio und Jiminy wieder nach Hause gehen dürfen. Wobei Jiminy irgendwie Hofschreiber sowieso war und nicht in Monstro gefangen war aus Gründen. Ich glaube, wir haben nicht da wirklich darüber nachgedacht, bevor wir diesen Plot geschrieben haben. Ja. Yeah. Whatever. Tosende See, ich habe nämlich ein anderes Schlüsselschwert. Siehst du das schöne Boot da oben drauf auf der Klinge? Ist das nicht total super, das Schlüsselschwert? Das sieht mega kacke aus. Außerdem ist es extrem kurz, wie man sieht. Bisschen lächerlich. Ein Schlüsselschwert, das weniger kritische Treffer zufügt, aber einen hohen Magiewert besitzt und das Auslösen von Realitätswandeln erleichtert. Das ist also genau das Gegenstück von Soras. Weil du warst außerhalb von Monstro, ich war innerhalb von Monstro. Ja, aber ich hab ein ausgeglichenes Schwert. Ja. He'll be just fine as long as Riku's with him. You don't think? No! Master Yen said. Look! It's a raven! Oh. Hm, wem könnte der nur gehören? That raven is Maleficent. Ach, wirklich. Das ist ein Minis Krone. Why, that's Minnie's. Kidnapping. Huh? Gorge, what's it saying? Gorge! Gorge. It's from Maleficent. She's kidnapped Minnie. She took Queen Minnie! Wer hat dir das geschafft? Ja, dafür haben wir doch den Eckstein wieder dahin geholt. Mickey, there is no time to waste. Minnie hat den übelsten Screen Nuke des Spiels. Ja, das auch. Well then, there's no time to waste. Gosh, I guess you're right, pals. We friends need to stick together. Können wir das spielen, bitte? Ich würde sagen, das klingt nach einem viel interessanteres Spiel. Mickey, Donald und Goofy gegen Königin Minnie vom Maleficent rennen. Aber jetzt habe ich wieder Donald und Goofy in der Party. Ja, aber du darfst mal als Mickey spielen. Ja. Das hätte doch auch mal was. Das hätte mal was, ja. The timing is too perfect. Too calculated. Maleficent must sense a change in the forces of darkness. Ja. War die nicht eigentlich gerade dabei, gegen etwa 1 Million Schattenlurche zu kämpfen? Eigentlich in der Welt, die niemals war? Wollte sie das Schloss nicht einnehmen? Da war mal was. Was macht die jetzt wieder in Disney Castle? Soll ich vielleicht in ihre eigene Welt zurückgehen? Tja. Ging schon mal zu schnell. Jetzt läuft die Travers. Na sowas. Wahnsinn, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Ja, dann. Außerdem fehlen mir Schätze. Echt? Tatsächlich. Ja, dann lass uns bei ihm gucken, was wir nicht mitgenommen haben. Eine fehlt. Hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nummer 7. Nummer 7. Die ist im zweiten Raum gewesen. Okay. Am nördlichen Ende. In der Mitte. Ach, stimmt. Die hatte ich gedanklich abgehakt, als du in Wirklichkeit Nummer 11 eingesammelt hast. Ja, geht doch nochmal eben rein, hol sie eben. Okay. Dann im Rachen, schätze ich. Ja. Im Rachendrachen. Einen nach Norden, dann bist du schon im Raum. Wie gesagt, am nördlichen Ende des Raums, in dem du anfängst hier. Okay. Genau in der Mitte. Wahrscheinlich da oben drauf. Ja, da ist er. Gib sie mir. Eine Wurstkiste sogar. Pling! Es ist ein Sir Kairu-Rezept drin, statt dem Prinz Kairu-Rezept. Ach so. Sir und Prinz. Ja, es gibt verschiedene Frösche. Okay. Total sinnig. Ja. Ja, okay. Dann hätten wir das auf jeden Fall jetzt auch abgeschlossen. Jo, dann. Raus, ja. Kann ich gerade nicht auf die Weltkarte, weil da Gegner sind. Ich würde sagen, erstmal Ballon rein.
Ballon da. Ballon. Und... Blub. Und Blubberblasen. François, ja. Stufe 27 erreicht. Herzlichen Glückwunsch, François. Ja. Zügellose Laune. Kann ich jetzt auf die Weltkarte zurück? Ja, ja. Dankeschön. Oh, zum Gütig. Ja. Dann sehen wir uns, schätze ich mal, beim nächsten Mal wieder, wenn wir in der Stadt der Glocken ein bisschen einkaufen gehen werden. Jawohl, dann gucken wir mal, ob wir Ballon was einkaufen können. Das wäre schön. Das wäre nicht schlecht. Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt schon geht oder ob wir erstmal noch in Traverse vorbeischauen müssen, um neue Sachen bei den Moggy-Shops freizuschalten. Das werden wir ja dann sehen. Bis zum nächsten Mal. See ya. Aloha.